Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ums Haarewaschen und heute möchte ich euch Produkte vorstellen, die ich jetzt neu kennengelernt habe. Und zwar sind es die Mie Mademoiselle Produkte und da gibt es ein Shampoo, eine Haarmaske und einen Leave-In Conditioner. Das wenden wir heute an und dann schauen wir mal, ob das meinen Haaren gut tut. Als erstes habe ich jetzt das Shampoo benutzt. Das ist sehr ergiebig, ihr braucht wirklich nicht viel dafür. Das schäumt schön und riecht gut und das massiere ich jetzt einfach ein in meine Haare, in die Kopfhaut und dann gehe ich es jetzt ausspülen und trage die Pflegemaske auf. Die Maske ist mit Leinöl und Panthenol und man massiert sie ins feuchte Haar ein, lässt sie 10 bis 15 Minuten drin und danach benutzen wir noch den Conditioner. Verteile es in meine Hände und massiere es dann gut in die Haare ein. Vor allem in die Längen und Spitzen, da die ja beansprucht sind durch das Färben und Blondieren. Jetzt lasse ich das Ganze einwirken, spüle es dann aus und gebe dann noch den Leave-In Conditioner drauf. So, jetzt habe ich die Haarmaske ausgewaschen. Meine Haare drücke ich so leicht trocken, sodass die Handtuch trocken sind. Und dann benutzen wir den Leave-In Conditioner. Der Renaissance Conditioner ist mit pH-Wert 3,5 bis 4,5 mit Aufbauceramiden und Hanföl und versorgt das beanspruchte trockene Haar mit wertvoller Feuchtigkeit und Nährstoffen. Und ich zeige euch jetzt mal was, und zwar gebe ich mir einen ganz kleinen Tropfen auf meinen Handrücken. Da hat man ja so Fältchen, also ich habe da ziemlich viele Falten. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich Ichthyose habe und deshalb sehr alt aussehende Haut. Auf jeden Fall zeige ich es euch jetzt näher. So, ihr seht da diese kleinen Fältchen. Und da gebe ich jetzt einen kleinen Tropfen vom Leave-In Conditioner drauf und verreibe es. Und dann seht ihr richtig, wie meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und das hat so einen Anti-Aging-Effekt. Die Fältchen werden dann weniger. Und genau das passiert auch bei den Haaren. Bei den Haaren kann man es nur so schlecht zeigen. Deshalb zeige ich es euch jetzt an meiner Hand. Und für die Haut tun wir ja alles, dass sie einen Anti-Aging-Effekt hat, dass sie nicht so alt aussieht, keine Fältchen bekommt. Warum also nicht auch für die Haare? Ich benutze ungefähr so viel für meine kurzen Haare und verreibe das wieder in meinen Händen und bringe es dann überall in meine Haare auf. Hauptsächlich wieder die Längen und Spitzen, einfach weil mein blondiertes am angegriffensten ist. So. Und der Conditioner verbleibt dann in den Haaren natürlich, ist ja ein Leave-In-Conditioner. Und jetzt werde ich meine Haare föhnen und dann glätten und dann zeige ich es euch. So, jetzt habe ich meine Haare fertig gestylt. Ich zeige es euch einmal in der Rundumansicht. So, und meine Haare sind fertig gestylt. Also ich habe sie jetzt geföhnt, geglättet, habt ihr ja gesehen. Ich habe jetzt kein Produkt mehr rein. Der Leave-In Conditioner beschwert sie überhaupt gar nicht. Es fühlt sich richtig super an. Meine Haare sind gepflegt und weich und glänzen. Ich kann die Renaissance-Serie von Mie Mademoiselle auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich benutzt habe, unten in der Infobox. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!